Ich begrüße Sie zu ATV Nachrichten am Dienstag. Nach den Diskussionen zum Thema Impfpflicht haben wir uns heute mal in der Region umgehört, was Sie zu dem Thema zu sagen haben. Außerdem haben wir heute das für Sie. Begeisterung an Wissenschaft wecken. Regionalentscheid, Jugend forscht in Peiting. Bundesländer im Wettbewerb, Winterfinale von Jugend trainiert vor Olympia, diesmal in Nesselwang. Und der verborgene Schlüssel zur Freiheit, erstes Escape Game im Allgäu. Es geht wieder los, so das Motto 2015 für Jugend forscht, Schüler experimentieren. Seit 50 Jahren haben in dem bundesweiten Wettbewerb Nachwuchswissenschaftler die Chance, ihr Können in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu beweisen. In Peiting wurde nun zum 11. Mal der Regionalentscheid ausgetragen. Junge Talente aus dem gesamten bayerischen Voralpenland präsentieren hier ihre Projekte. Ein ferngesteuertes Boot mit Solarstrom oder ein automatischer Panierer. Das sind nur zwei der insgesamt 57 Projekte des Regionalentscheids von Jugend forscht und Schüler experimentieren in Peiting. 125 Nachwuchstalente aus dem ganzen Voralpenland treten hier gegeneinander an. Unter ihnen Patrick Buchenberg und Jonas Bort vom Gymnasium Sonthofen. Die beiden 18-Jährigen haben eine Orientierungshilfe für Sehbehinderte entwickelt. Ein Gerät, das auf einen blinden Stock aufgesetzt werden kann. Mehrere Sensoren erfassen Gegenstände in der Umgebung. Die Daten werden dann mit unterschiedlichen Signalen hörbar gemacht. Umso schneller der Ton, umso näher ist ein mögliches Hindernis. Erstmal Ideen gesammelt, was können wir machen, was müssen wir machen. Wir haben uns auch mit einer blinden Person in Kontakt gesetzt, damit wir aus ihrer Sicht die Probleme erkennen, weil wir gemerkt haben, wir können uns gar nicht hier reinversetzen, wir brauchen den wertvollen Input. Das hat uns sehr viel geholfen. Dann haben wir unsere Ideen weiter ausgebaut und dann haben wir entwickelt, probiert, getestet, die verschiedenen Sensortechnologien probiert und schlussendlich ist dann nach viel Arbeit unser erster Prototyp entstanden. Bei Schüler experimentieren treten Mädchen und Jungen bis 14 Jahre an. Bei Jugend forscht bis 21 Jahre. Heute und morgen stellen die jungen Talente ihre Projekte in den 6 Fachgebieten aus. Eine fachkundige Jury bewertet dann die kreativen Ideen. Und auch er macht sich ein Bild über das Teilnehmerfeld. Wettbewerbsleiter Stefan Felber. Er achtet auf den korrekten Ablauf des Regionalentscheids. Mittlerweile ist er schon zum 7. Mal Wettbewerbsleiter bei Jugend forscht und Schüler experimentieren. Es geht eigentlich im Prinzip darum, den Jugendlichen eine Plattform zu bieten, die so Bastler und Tüftler sind. Ja, das ist im Prinzip so wie beim Fußballspielen. Ja, da gibt es Fußballvereine, die machen Turniere. Und hier die Bastler und Tüftler, die haben sozusagen hier ihr Turnier. Ja. Und man muss jetzt auch nicht gleich in der Bundesliga spielen, damit man Spaß am Fußball hat, sondern man kann einfach auch mit ganz normalen Projekten jetzt einfach mal dabei sein, anfangen. Für die Jury geht es vor der Halle weiter. Hier präsentieren Tobias Wasserab und Markus Bestler ihre Erfindung. Die beiden Schüler vom Allgäu-Gymnasium Kempten haben einen Staubexplosionsmotor entwickelt. Der basiert auf dem Prinzip eines herkömmlichen Verbrennungsmotors. Also wir haben mit einer Mehlstaubexplosion, man kann es mit Mehl machen oder mit feinem Schleifstaub, den zerstäubt man dann ganz fein. Und dann hat der Sauerstoff eine größere Fläche zum Angreifen und dann kann man eben das zünden. Aber wir haben es auch mit den Funken probiert, das funktioniert nicht, man braucht ein Feuerzeug. Und dann verbrennt es explosionsartig und das ist eine ziemliche Kraft und dann kann man wie einen Benzinmotor den Kolben antreiben. Die besten Arbeiten jeder Sparte qualifizieren sich dann für die Landeswettbewerbe. Doch egal, wer in die nächste Runde kommt, um Nachwuchswissenschaftler muss man sich wohl keine Sorgen machen. Impfen ja oder nein? Eine Frage, die sich gerade viele stellen, nachdem in Berlin letzte Woche ein 1,5-jähriges Kind an den Masern gestorben ist. Insgesamt sind dort seit Oktober fast 600 Masernerkrankungen gezählt worden. Zum Vergleich, 2013 gab es knapp 1.800 Fälle der Viruserkrankung in ganz Deutschland. In der Diskussion steht jetzt wieder einmal die Impfpflicht. Experten und Laien sind gespaltener Meinung. Und wie halten es die Kemptener mit dem Impfschutz?
gegen alles. Gegen Masern, gegen Röteln, gegen Polio, gegen Zecken und weiß nicht. Also ich glaube schon, gegen alles. Auf jeden Fall finde ich es richtig, ja. Ich hatte nämlich Windpocken irgendwann im etwas fortgeschrittenen Alter und das war dadurch, dass ich nicht geimpft war gegen Windpocken. Dass ich geimpft bin gegen Pocken. Pocken, mehr weiß ich nicht. Ja, Hepatitis, mal bei einer Urlaubsreise und ansonsten, also nicht gegen Masern, aber ich hatte sie schon. Oh, gegen eigentlich so ziemlich alles. Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus. In Schottland, denn ich war 5 Jahre alt, denke ich. Ja. Ich komme aus Schottland. Ja. Sie wollen vielleicht mit einer deutschen Frau sprechen? Also bei mir liegt es auch schon, weil ich glaube, als ich so 18 war, bin ich das letzte Mal zum Check gegangen und habe so die grundlegenden Impfungen gekriegt. Finde ich besser, weil es dann trifft es nur einer aus einer Million, wo es schief geht. Nicht impfen trifft es, glaube ich, einer von 1000. Also hat sich die Frage erledigt, impfen. Also ich wirke darauf hin, dass meine Enkel, die jetzt gerade auf die Welt gekommen sind, geimpft werden. Okay. Was halten Sie denn von der Impfungspflicht für Ihre Enkel? Ich persönlich wäre dafür. Aber letztendlich ist das Entscheidung von den Eltern, denke ich. Na gut, wenn es Pflicht gibt, dann hast du keine Entscheidung mehr. Schweres Thema. Wir sind tendenziell vorsichtige Impfer. Ich wäre dagegen. Warum? Weil ich es halt auch die Freiheit für die Eltern wünschen würde, dass man sich selber überlegen kann. Nur weil jetzt in Berlin eine Masernwelle ist, würde ich deshalb keine Impfpflicht für ganz Deutschland machen. Was ich sinnvoll fände, so diese Pflicht an einen Kita-Platz zu binden, eventuell. Die Bundesregierung plant jetzt ein Präventionsgesetz, wonach Eltern vor einer Kita-Aufnahme eine ärztliche Impfberatung nachweisen müssen. Besorgniserregende Zahlen. 2014 hat es doppelt so viele tödliche Fahrradunfälle gegeben wie ein Jahr zuvor. Mehr zur Unfallstatistik gleich in Kompakt. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempen. ATV, die fleißigen Helfer. Sie brauchen einen Ersatz im Verein? Oder in der Arbeit? Sie brauchen Hilfe beim Schneeräumen? Oder im Haushalt? Unsere Moderatoren packen an. ATV, die fleißigen Helfer. Infos unter allgäu-tv.de. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Das ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Kessler, wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Die Meldungen vom Dienstag, dem 24. Februar. Das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest hat heute seine Unfallstatistik für das Jahr 2014 veröffentlicht. Insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle um 3,5% gesunken. Es ist das erste Mal seit 2011, dass die Zahl der Unfälle in der Region rückläufig ist. Allerdings ist die Anzahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr von 45 auf 50 gestiegen. Besonders die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer sei besorgniserregend, urteilte Polizeipräsident Werner Stößner. Sie hatte sich von 6 auf 12 Todesopfer verdoppelt.
Die meisten der Verunglückten waren ohne Helm unterwegs. Auch Reflektoren und andere Maßnahmen zur besseren Erkennbarkeit im Straßenverkehr würden zu selten genutzt, urteilt die Polizei. Ein 20-Jähriger ist gestern Abend in Kaufbeuren überfallen worden. Der Mann war vor dem Haupteingang des Buron-Center unterwegs, als ihn eine dunkel gekleidete Person zu Boden stieß. Der oder die Unbekannte entriss dem Opfer eine Tasche, in der sich die Geschäftseinnahmen des 20-Jährigen befanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Anschließend flüchtete der Täter. Laut Zeugenbeschreibung kann es sich bei dem Unbekannten um einen Mann oder eine Frau handeln. Die Person ist etwa 1,70 groß und sehr schlank. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kripo Kaufbeuren zu melden. Das geplante Wasserkraftwerk Elpele im Hintersteiner Tal sorgt weiter für Diskussionen. Wie berichtet, sprechen sich der Deutsche Alpenverein und der Bund Naturschutz vehement gegen den Bau des Kraftwerks bei Bad Hindelang aus. Jetzt hat auch der Ortsverband der Oberallgäuer Grünen Bedenken geäußert. Das geplante Werk liege in einem Naturschutzgebiet, einem FFH-Gebiet und einem Vogelschutzgebiet. Diese Kennzeichnungen dürften nicht einfach ausgehebelt werden, so Kreissprecherin Elfriede Roth. Hinzu komme, dass das Wasserkraftwerk in der Nähe des Naturdenkmals Eisenbreche gebaut werden soll. Mit dem Bau des Wasserkraftwerks Elpele will die Gemeinde Bad Hindelang energieautark werden und ihren Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien gewinnen. Momentan muss das Bauvorhaben noch durch das Landratsamt Oberallgäu genehmigt werden. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 südlich von Altenstadt ist eine Unterallgäuerin ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Porsche Cayenne war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte frontal mit dem Wagen der 60-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und seine Tochter mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am vergangenen Wochenende eine 17-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Jugendliche befand sich auf einer Privatparty im Oberallgäu, bei der etwa 10 weitere Gäste anwesend waren. Im Verlauf des Abends habe ein 30-Jähriger die junge Frau mehrfach bedrängt, weshalb sie die Feier verlassen wollte. Zuvor ging sie jedoch noch zur Toilette. Nach Angaben des Opfers folgte ihr der Tatverdächtige dorthin und vergewaltigte sie. Die Jugendliche erstattete noch am gleichen Abend Anzeige. Der Mann konnte am Sonntag festgenommen werden. Er befindet sich wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Der 30-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren will seine erste Mannschaft in eine Spielbetriebsgesellschaft ausgliedern. Das habe vor allem Vorteile im Lizenzierungsverfahren, so ein Sprecher. Der ESV Kaufbeuren sei derzeit der einzige Zweitligist, dessen erste Mannschaft innerhalb der klassischen Vereinsstrukturen organisiert ist. Diskutiert wird die Ausgliederung des Profibetriebes schon lange. Allerdings wollte der Verein noch die Entscheidung zum Eisstadion abwarten. In einer Spielbetriebsgesellschaft muss nicht der Vorstand jede Entscheidung treffen, sondern dafür wird ein Geschäftsführer eingesetzt. In der Debatte um die drohende Verschlechterung der ärztlichen Notfallversorgung in Bad Wörishofen gibt es zunächst Entwarnung. Der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbandes Memmingen-Mindelheim, Dr. Heinz Leuchtgens, betonte jetzt, dass die Versorgung momentan noch gesichert sei. Durch freiwillige Einsätze von Kollegen sei es gelungen, einen Dienstplan für das komplette Jahr zu erstellen. Zukünftig müsse man jedoch mit Veränderungen rechnen, betonte Leuchtgens. Denn wegen der sinkenden Zahl dienstverpflichteter Ärzte werde man vermutlich verschiedene Dienstbereiche zusammenlegen müssen. Die Ärzte müssten dann weitere Strecken fahren, was die Wartezeiten für die Patienten erheblich verlängern könnte. Eine Lösung könnte eine Bereitschaftsdienstpraxis sein. Momentan wird geprüft, eine solche Praxis an die Kreisklinik Mindelheim anzuschließen. Aufatmen beim FC Memmingen. Wie jetzt bekannt wurde, fallen Amateurvertragsspieler nicht unter die Mindestlohnregelung. Das hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles bestätigt. Auch seien ehrenamtliche Trainer und Funktionäre nicht betroffen, solange sie nicht mehr als die jährlichen Freibeträge verdienen. Bei geringfügigen und hauptamtlichen Beschäftigten muss allerdings der festgelegte Stundenlohn von 8,50 Euro gezahlt werden. Wie beim FC Memmingen herrschte bislang bei vielen Sportvereinen Unklarheit über diese Regelung. Man befürchtete, die Stunden der Spieler drastisch kürzen zu müssen, um das Budget nicht zu überreizen.
Der Bund Naturschutz kritisiert die Pläne der Stadt Lindau, aus der Schindlerwiese einen Rummel- und Parkplatz zu machen. Die Wiese sei die letzte große Grünfläche nördlich des kleinen Sees und müsse daher erhalten bleiben, so die Kreisgruppe des Bunds. Auf der Insel und an der Eschach werde bereits viel Grünfläche zerstört und das, obwohl bei der Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplans beschlossen worden sei, mit dem Grün der Stadt sorgsam umzugehen. Alternativ zur Schindlerwiese könne der Rummel auf den Hafenbereich oder auf andere Plätze auf der Insel stattfinden, schlägt der Bund Naturschutz vor. Die Stadt hält dagegen, dass die Schindlerwiese aus Lärmschutzgründen besser für die Veranstaltung geeignet sei. Die Stadtgärtnerei habe zudem einen Plan erstellt, um alle vorhandenen Bäume in das Gelände zu integrieren. Mittlerweile hat die SPD-Fraktion im Stadtrat ihren Vorschlag, den Rummel auf die Schindlerwiese zu verlegen, zurückgezogen. Es zeichne sich keine Mehrheit für die Idee ab, heißt es in der Begründung. Aktuell findet der jährliche Rummel auf dem Parkplatz der Inselhalle statt. Dort wird aber im Zuge des Umbaus ein Parkhaus entstehen. Die Zukunft der Schmetterlingserlebniswelt in Fronten ist gesichert. Bei der gestrigen Zwangsversteigerung hat eine Investorin aus Nordrhein-Westfalen den Betrieb für eine Dreiviertelmillion Euro erstanden. Sie will das Haus zukünftig an die jetzige Betreiberin Brigitte Hartmann vermieten. So kann der Betrieb wie gewohnt weiterlaufen. Wie berichtet, war die Schmetterlingswelt aufgrund hoher Umbaukosten und den teuren Unterhalt in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Einrichtung hatte 400.000 Euro Schulden, die vom Geldgeber, einem Tiroler Bankhaus, zurückgefordert wurden. Soweit unsere Kurznachrichten und bei uns jetzt noch der Blick aufs Wetter. In der kommenden Nacht ist der Himmel teils bedeckt, gebietsweise sind die Sterne zu sehen. Am Alpenrand kann es vereinzelt schneien. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -1 Grad. Der Mittwoch startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Es kann immer wieder schneien. Das Quecksilber klettert auf maximal 3 Grad. Nachmittags hört der Schneefall auf. Nur im Ostallgäu fallen noch letzte Flocken. Im Oberallgäu und am Alpenrand lockert die Wolkendecke auf und die Sonne zeigt sich. Morgen kommen Skifahrer wieder voll auf ihre Kosten. Die Allgäuer Berge bieten gute Schneebedingungen bei einem Mix aus Sonne, Wolken und leichtem Schneefall. Am Nebelhorn wird es bei -5 Grad am kältesten. In Ofterschwang werden Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht. Der Donnerstag wird der bislang schönste Tag der Woche. Nach einer kalten Nacht wird es sonnig bei maximal 3 Grad. Am Freitag bleibt es trüb, es kann immer wieder Schnee fallen. Das Wochenende startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal 2 Grad. Mit etwa 800.000 Teilnehmern zählen Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics zu den weltgrößten Schulsportwettbewerben. Seit 1969 sammeln hier Jugendliche im schulischen Rahmen Wettkampferfahrung. Das Frühjahrs- und Herbstfinale findet jährlich in Berlin statt. Der Austragungsort des Winterfinales braucht natürlich Schnee. Und deshalb kommen dieses Jahr Jugendliche aus ganz Deutschland nach Nesselwang, um dort gegeneinander anzutreten. Nach 6 Jahren ist es wieder soweit. Das bundesweite Winterfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics findet erstmals wieder in Bayern statt. Austragungsort des Wettbewerbs ist dieses Jahr Nesselwang. Um die rund 650 Sporttalente aus ganz Deutschland im Allgäu willkommen zu heißen, gab es am Montag eine Begrüßungsfeier. Mit einem Fackelzug durch den Ort wurde diese eingeleitet. Anschließend wurden in der Alpspitzhalle alle Gäste von Bürgermeister Franz Erhardt und Kultusstaatssekretär Georg Eisenreich begrüßt. Die beiden Wettbewerbe, Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics, finden zum ersten Mal zur selben Zeit in Bayern statt. Seit einigen Jahren wird ja Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics zusammengemacht.
Das finden wir ganz, ganz toll, weil Inklusion ein großer Auftrag an die Gesellschaft ist. Und wenn man dann bei solchen Wettbewerben beide Wettbewerbe zusammenführt und dann die Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf zusammen Sport treiben, dann ist das ein gutes Signal an die Schulen, an die Schüler, aber auch an die ganze Gesellschaft für mehr Akzeptanz. Natürlich durfte auch der Spaßfaktor an diesem Abend nicht fehlen. Und so wurden den Jugendlichen und ihren Begleitern gleich ein kleines Stück Allgäuer Kultur vorgestellt. Diese kam in Form von Plattler- und Bankeltänzen. Auch Katrin Zeller war zu Gast. Sie ist Olympia-Silbermedaillengewinnerin mit ihrer Langlaufstaffel und eine ehemalige Teilnehmerin von Jugend trainiert für Olympia. Ja, ich finde es wunderschön. Also es sind ja über 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und ich finde es einfach schön, dass so viele junge Leute Freude am Sport haben und dass man auch mit solchen Veranstaltungen die Kinder zum Sport bekommt. Und der Sport steht natürlich im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Heute begann der Wettbewerb mit dem Vielseitigkeitsrennen der Mädchen und Jungen. Hier traten 10- bis 13-Jährige aus 5 verschiedenen Bundesländern gegeneinander an. Die Organisation einer solchen Veranstaltung dauert zwar lang und ist alles andere als einfach, bringt aber auch viel Aufmerksamkeit für die Region mit sich. Also für Nesselwang bin ich der Meinung, ist es eine Riesenwerbung, denn haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, das ist jetzt das 8. Bundesfinale in Nesselwang. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit ihren Eltern dann irgendwann in Urlaub herkommen. Weil die Kinder einfach begeistert sind, weil sie sagen, Mensch, der Nesselwang war so schön und wir kommen da mit den Eltern hin. Und das ist natürlich ein Multiplikator, der natürlich für den Ort schon interessant ist. Und so ist Nesselwang auch morgen noch Wettbewerbsgelände für viele junge und talentierte Skifahrer. Diese erhoffen sich natürlich einen Platz weit vorn. Doch auch so sind Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics Ereignisse, die von den Teilnehmern nicht so schnell vergessen werden. Dass ein Computerspiel ins wirkliche Leben übertragen wird, kommt eigentlich nicht vor. Allerdings gibt es da jetzt einen Trend aus Asien, der genau das tut. Ganze Teams lassen sich in dunkle Räume einsperren und müssen knifflige Rätsel lösen, um eine Bombe zu entschärfen oder eine Giftsubstanz zu finden. Irgendwie echt und doch auch wieder nicht. Escape Games. Gleich erfahren Sie mehr dazu. Rüsten Sie Ihr Haus für die Zukunft. Ob Altbausanierung, Solartechnik, Heizung oder Wärmedämmung. Bei EZA erhalten Sie Antworten auf Energiefragen. Kommen Sie zu den Veranstaltungen von EZA. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Bau, Sanierung und Energie. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Einzigartig in Europa. Das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg. Die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.all.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilien.all.de. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen. Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit. Wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Scharf sehen ohne Brille. Kostenloser Infoabend vom Augenversorgungszentrum Weilheim in Kempten im Hotel Peterhof, Salzstraße 1, am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr. Dr. Pfeffel und Dr. Zenk informieren Sie über die modernste Technik der Augenlaserbehandlung. Vollständig laser- und computergesteuert.
eingesperrt in einem Raum und nur 60 Minuten Zeit, den Schlüssel zu finden, der einen zurück in die Freiheit bringt. Manchem mag das befremdlich vorkommen, aber solche Escape Games sind momentan total angesagt. München, Berlin oder Köln haben längst welche und jetzt spielt auch das Allgäu Live-Exit-Spiele. In Kempten eröffnete Ende Januar das erste Escape Game namens Room of Secrets und er bietet Freunden, Firmen und Familien gleich zwei Möglichkeiten zum Rätseln und Suchen. In die Bäckerstraße 17 trauen sich nur Menschen, die keine Angst vor engen und dunklen Räumen haben und sich auch nicht davor fürchten, darin eingesperrt zu sein. Felix Ort begrüßt die Teilnehmer, die gleich an dem Escape Game teilnehmen werden. Er erklärt ihnen die Regeln, bevor es in einen der zwei geheimnisvollen Räume geht. Tobi, Jesse und Martin haben sich für den Edgar-Watson-Raum entschieden, ein Detektivbüro, aus dem es nun zu entkommen gilt. Also die Idee, simpel gemacht, eine Gruppe von 2 bis 6 Leuten wird in den Raum gesperrt, hat 60 Minuten Zeit, um wieder rauszukommen. In dem Raum befinden sich verschiedene Hinweise, knifflige Aufgaben und Lösungen, die eigentlich nur im Team zu meistern sind. Und trinken Sie eine Tasse Tee. In einer Stunde bin ich wieder da. Detektiv Watson begrüßt seine Gäste in einem kurzen Video. Dann beginnt auch schon der Countdown. 60 Minuten ab jetzt, um zu entkommen. Nun liegt es an der Gruppe. Teamwork oder Einzelkämpfer? Jeder sucht zuerst für sich, bis sich allmählich eine Gruppendynamik entwickelt. Bei Room of Secrets haben auch Firmen die Möglichkeit, an dem Spiel teilzunehmen. Sie können beim Spielen beobachtet werden und ihre Teamfähigkeit analysieren lassen. Gibt es einen Teamleader? Funktioniert die Kommunikation zwischen den Spielern? Wer hat die besten Lösungsansätze? Und was passiert eigentlich, wenn das Team den Schlüssel nicht findet? Also in jedem Fall lassen wir die Leute wieder raus. Bisher musste man noch keinen im Keller verstecken, also alle Leute kommen wieder raus. Natürlich ist es schön, den Schlüssel zu finden, aber letzten Endes ist der Weg das Ziel. Das heißt, die Leute sollen die Aufgaben lösen, sollen im Team zusammen funktionieren und sich auch als Team dort drinnen einstimmen. Über die Kamera sieht Felix, ob die Gruppe vorankommt oder bei einem Hinweis hängt. Sollte das der Fall sein, dann kann er der Gruppe über den Bildschirm ein Hinweisbild einspielen. Auf die Idee, ein Escape-Spiel in Kempten zu organisieren, kam Felix durch seine eigene Spielerfahrung mit dem Escape-Game. Also ich habe es gespielt in Köln bei einem Junggesellenabschied und das war ein super Erlebnis. Die Gruppe kannte ich vorher nicht. Wir haben es als erstes gestartet, morgens an einem Samstag. Und ich habe die Leute wunderbar kennengelernt. Mir hat das Spiel richtig viel Spaß gemacht, so dass ich gesagt habe, hey, das gibt's im Allgäu noch nicht. Das könnte hier funktionieren, ich probiere es einfach mal aus. Nach 58 Minuten und 33 Sekunden ist es dem Team Allgäu gelungen, die Rätsel im Detektivbüro zu lösen. Der Schlüssel passt, das Team ist zufrieden. Ja, es war schön, waren coole Aufgaben. Aber auf jeden Fall, ohne Teamwork funktioniert das Ganze auf jeden Fall gar nicht. Also Teamwork ist A und O bei der ganzen Geschichte und ja, auf jeden Fall sehr coole Aufgaben. Wir möchten auch gerne bald den nächsten Raum machen und ja, wir freuen uns drauf. Für den nächsten Raum wünschen wir jetzt schon viel Spaß. Zum Schluss gibt es für die 3 Teilnehmer noch eine Urkunde. Mit ihr können sie sich im Künstlercafé in Kempten einen wohlverdienten, kostenlosen Schnaps gönnen. Ja, vielleicht braucht auch mein Kollege David Jo morgen ein Schnäpschen, wenn er wieder mal einen Job im Rahmen unserer Aktion Die fleißigen Helfer übernimmt. Er wird den Erziehern und Erzieherinnen im Kindergarten Ronsberg unter die Arme greifen und mit den 3- bis 6-Jährigen singen, tanzen und spielen. Wie er sich geschlagen hat und ob er die Kinder im Griff hat oder eher umgekehrt, das sehen Sie dann morgen bei ATV. Bis dann, einen schönen Abend noch.